Herzlich willkommen euch allen zu meinem heutigen Kurzvortrag 5 PPC Game Changer im PPC Marketing eben, was die Zukunft bringt. Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Alex Ficker. Ich bin Head of PPC bei der Expose 360. Bin schon damals eingestiegen als erster Mitarbeiter im Jahr 2010, damals noch bei der Expose 414 UG. Bin dann 2005 zum Teamleiter im Bereich SEA geworden und bin seit 2019 Head of in diesem Bereich und darf das Team begleiten. Und heute bin ich eben bei der Odyssey. So meine Ausprägungen, Fokus liegt bei mir ganz klar auf der digitalen Strategie. Das heißt, nicht unbedingt auf die tiefe Fachwissen zu haben, sondern sehr, sehr breit denken zu können und Strategien zu erarbeiten mit Kunden. Ich bin Mitglied des BVDW SEA Expertenbeirats und privat sind meine Hobbys Spielplatz. Ich habe einen Sohn, der wird jetzt dann 2, natürlich viel mit Freunden zu unternehmen oder auch das ganze Thema rund um Football. Das ist für mich sehr spannend. Ganz kurz zu uns als Expose. Wir sind gegründet im Jahr 2009, sind aktuell mit Kampagnen in 23 Ländern aktiv, stand jetzt 64 Kollegen und haben einen NPS von 60, wem diese Zahl etwas sagt. Aber mehr will ich gar nicht zu uns sagen, sondern gleich ins Thema einsteigen. Und zwar mit dem allerersten Thema, das die Zukunft sicherlich beeinflussen wird. Thema Matchtypes. Wer im Google Ads Bereich aktiv ist, kennt es. Es gibt ein Exact Match, ein Phrase Match, ein Broad Modified und ein Broad Match. Der Stand jetzt, wenn man mal so eine Kontoanalyse durchführt, wenn man so ein bisschen verschrien ist und sich denkt, okay, die Streuverluste sind massiv hoch, wieso sollte ich denn den Broadmatch einsetzen? Da verbrenne ich auf jeden Fall Geld. Was aber passieren wird, ist, dass der Broad Modified wegfallen wird. Der jetzige Broad Modified, also eben mit dem Plus, wird durch den Phrase Match ersetzt. Der macht im Endeffekt das Gleiche künftig. Und es wird mehr Google Seitens auf den Broadmatch gesetzt. Das heißt, keine zusätzliche Kennzeichnung mehr von Keywords. Voraussetzung dafür ist aber, dass man mehr auf smartes Bidding setzt. Das heißt, Google versucht dann noch mehr smarte Bidding zu integrieren und kann entsprechend auch hier noch bessere Performance bei den Broadmatch Keywords vorantreiben. Ich habe es so aufgebaut, dass man in allen 5 Punkten immer diese Übersicht hier bekommt. Zunächst mal mit der Übersicht, was wissen wir und auch die daraus möglichen Konsequenzen. Zunächst einmal, was ganz klar ist, bestehende Keywordsätze müssen auf jeden Fall geprüft werden. Es muss angeguckt werden, wie kann ich zukünftig mit diesen Veränderungen der Matchtypes arbeiten und was hat das Ganze für einen Einfluss für mich. Und natürlich muss auch strategisch teilweise ein Umdenken erfolgen, wenn ich weiß, dass auf bestimmte Begrifflichkeiten, auch Synonyme und Co. zukünftig mit in den Suchbegriffen auftauchen werden oder Anzeigenschaltung auch passieren wird, dann macht es weniger Sinn, wenn ich diese zu weit lasse oder entsprechend zu eng lasse. Mögliche Konsequenzen. Google, wer mit Google zu tun hat, Google hat natürlich massiv hohes Interesse daran, smarte Geburtsstrategien zu forcieren und zwingt auch dadurch jetzt mehr noch Account Manager in den Einsatz dieser. Wo ich ein bisschen ein Problem sehe, ist so der Bereich Flug- oder auch Reisebranchen, da man hier sehr viel Arbeit hat mit der Umstellung, weil wenn man sich überlegt, natürlich ist die Suchanfrage Flug München-Berlin eine andere wie Flug Berlin-München. Und wenn die Reihenfolge nicht mehr beachtet wird, ist das natürlich sehr schwierig, genau zu targeten. Und was noch dazu kommt, Google hat ja auch die Suchbegriffe, die man inzwischen reported bekommt, deutlich reduziert. Und dadurch, dass wir jetzt mit dem Broad-Match-Type natürlich eine höhere Streuung passiert, Nutzer suchen ja nicht immer gleich, sondern variieren auch, kann es durchaus passieren, dass die Kampagnen noch etwas undurchsichtiger werden. Also auch das ganze Thema Negative Keywords und Co. kann davon stark beeinflusst werden. Es ist eher eine kleinere Änderung im Vergleich zu dem, was jetzt da noch kommt, aber auf jeden Fall was, wo man Auge drauf haben sollte und auch sich wappnen sollte. Das zweite Thema, Display und OptiScore. Google forciert ja wirklich die Responsive Display Anzeigen. Also Google will unbedingt, dass man diese einsetzt. Wenn man mit seinen Display Anzeigen gearbeitet hat, weiß auch, dass sowas auch mal so aussehen kann. Sehr schön auf jeden Fall, blau mit gelber Schrift und allem möglichen. Überhaupt nicht im CI des Kunden. Man sieht, das ist XXX-Lutz. In dem Fall jetzt, das sind eigentlich ja weiß und rot und hat einen blauen Hintergrund eigentlich nichts zu suchen. Besser wäre es natürlich, wenn man entsprechend solche Banner hier platzieren könnte in der Zukunft. Weiterhin, da die einfach dem Firmen-CI entsprechen und auch von der optischen Anmut her deutlich attraktiver sind. Was aber allerdings der Fall ist,
Google gibt ganz klar einen höheren Opti-Score, wenn man responsive Display-Anzeigen verwendet. Das heißt, die sind deutlich höher als dann, wenn man selbst Banner gestaltet und diese animiert oder nicht animiert als fixes Format im Google Ads-Bereich verwendet. Mit dem Standard-Banner erhält man entsprechend dann also weniger Ausspielungen und höhere CPCs, was sehr unangenehm ist. Und zudem muss man auch sagen, dass viele dieser Banner, wie vorhin kurz angesprochen, im Responsive Display-Bereich nicht den CI- oder den CD-Vorgaben entsprechen und somit auch viele Unternehmen sagen, okay, dann machen wir jetzt kein Display-Advertising mehr über Google, weil ich da mit meinen Bannern entsprechend nicht so sichtbar sein kann, wie ich das möchte. Natürlich muss man darüber diskutieren am Ende, dann auch als Agentur mit dem Unternehmen oder mit dem Kunden aussprechen und sagen, hey, wollen wir uns dem Druck von Google beugen oder wollen wir es nicht? Und wenn nein, was ist eine mögliche Konsequenz? Zum einen kann es natürlich sehr gut sein, dass die Werbeausgaben im Display-Bereich über Google dadurch deutlich sinken. Und was noch so eine mögliche Konsequenz ist aus meiner Sicht, ist, dass es mehr eine Verlagerung hin zum Programmatic-Advertising-Bereich geben wird, weil natürlich hier noch besser oder deutlich klarer die Bannergestaltung beeinflusst werden kann und somit auch das Ganze meinen internen CI-CD-Vorgaben entspricht. Bei, sagen wir mal, mittelständischen Unternehmen wird es weniger stark forciert werden vermutlich, weil die Bewegmöglichkeiten oftmals ein bisschen größer sind. Aber bei Großunternehmen oder Konzernen ist man hier schon sehr, sehr darauf bedacht, dass es alles immer exakt so aussieht, wie man sich das wünscht. Dann die dritte große Änderung oder die dritte Änderung, die ich euch heute zeigen will. Das habt ihr bestimmt ja mitbekommen, ist auch durch die Medien gegangen. Auf Facebook hat er hier beispielsweise Artikel in der New York Times geschalten, weil Apple durch das iOS 14 Update die Möglichkeit zu tracken deutlich reduziert hat. Das heißt, also die Pixel-basierte Tracking in Apps auch innerhalb von iOS 14 ist deutlich reglementiert. Der Nutzer muss aktiv zustimmen, dass man tracken darf, ähnlich wie das ja im Cookie-Consent ist. Und entsprechend ist Facebook da nicht sonderlich begeistert. Deswegen hat Facebook die Conversion API mit ins Feld gebracht und hat entsprechend die Änderung so gemacht, dass man nicht mehr über den Webbrowser, ein Tag-Management-System, Cookie-Informationen an Facebook geliefert werden, sondern auf serverseitiges Tracking umgestellt. Das bedeutet im Endeffekt, dass nicht mehr über den Webbrowser, über den Pixel und Co. die Informationen gezielt übertragen werden, sondern dass man zukünftig hier mehr so arbeitet, dass die Informationen zwischen Servern ausgetauscht werden. Das Ganze muss natürlich irgendwo verknüpft werden, das ist die API. Und dadurch werden die Daten gezielter übertragen. Das heißt, Facebook möchte natürlich irgendwie sicherstellen, auch große Werbeeinnahmen logischerweise, dass zukünftige Systeme auch funktionieren und hat ja auch umgestellt, jetzt auch zwingend umgestellt, sage ich jetzt mal, um künftig auch hier mehr Tracking zu ermöglichen. Natürlich, das ist, glaube ich, jedem klar, der bei uns in der Branche arbeitet, dass das Thema Tracking wird für uns in der Zukunft immer komplexer werden. Früher war das noch relativ simpel. Man hat auch in jeglichen Tracking-Konzepten viel weniger berücksichtigt oder auch viel weniger Targeting-Möglichkeiten gehabt. Durch die steigende Komplexität in dem Thema wird aber natürlich ein immer größerer Fokus darauf gesetzt werden müssen, dass man auch saubere Daten erzielt, die es auch richtig ins Verhältnis setzen kann und somit auch clevere Entscheidungen treffen zu können im Marketing. Natürlich DSGVO, GDPR wird unsere Branche nachhaltig beeinflussen. Das muss ich, glaube ich, niemandem erzählen. Und was natürlich sehr spannend sein wird, ist, dass wir so längere Conversion-Pfade oder Entscheidungswege deutlich weniger messen können werden. Früher konnte man ja innerhalb von Facebook zum Beispiel auch so ein Pixel mal 28 Tage laufen lassen, Conversion-Tag. Inzwischen ist es so reglementiert, dass bei einem Klick maximal 7 Tage danach die Conversion gemessen werden kann und nach einem View maximal 1 Tag danach. Das heißt, bei Produkten, wo man schnelle Kaufentscheidungen treffen kann, wird die Datenmenge nicht so stark beeinflusst werden. Wenn man aber jetzt ein Produkt hat, wie beispielsweise ein Wechsel im B2B-Bereich, wo es um eine Dienstleistung für IT oder ähnliches geht, dann wird man sich natürlich mit mehreren potenziellen Kunden befassen oder potenziellen Dienstleistungen und die Conversion wird wahrscheinlich hier nicht mehr auftauchen. Was daraus mögliche Konsequenzen sind, ist, dass für kleine Unternehmen könnte es in der Zukunft immer schwieriger werden, auch online zu bestehen. Wenn man sich mal anguckt, wie schnell man jetzt auch reagieren musste,
bei bestimmten Themen auch in den letzten Monaten und auch schnelle Umstellungen machen musste, wie Domainbeanspruchung und Co. Und dafür braucht man ja auch eine gewisse Expertise. Dann ist es für kleinere Unternehmen, die vielleicht selbst auch irgendwo aktiv sind in dem Bereich, natürlich deutlich schwieriger zu fassen in der Zukunft, wenn sie nicht einen passenden Partner haben, der sie da unterstützen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Wir sehen es auch im E-Commerce-Bereich, was Amazon inzwischen für eine Macht hat, ist natürlich schon immens und fraglich, ob das so sinnvoll ist und so zukunftsträchtig auch für weitere Online- und E-Commerce-Shops. Was natürlich noch zusätzlich dazu kommt, ist, dass die KPIs zur Leistungsmessung könnten sich stark wandeln. Wenn man nicht mehr so viel Informationen bekommt, muss man natürlich etwas zurücktreten und sich nochmal überlegen, welche Daten geben mir einen relevanten Aufschluss darüber, wie performant meine Kampagne ist und welche Daten zeigen mir auch, ob ich künftig weitere Budgets investieren kann oder sollte oder eben auch nicht. Was natürlich dazu zählt, wenn man einfach mal überlegt, wenn ich weniger Conversions tracken kann, wird mein gemessener ROAS vermutlich kleiner werden. Und da ist es natürlich zu beachten, dass man künftig auch sich eventuell Systematiken schafft, um zu erheben, wie viel prozentual konnte ich denn messen, wie viel nicht und kann ich diesen ROAS auch parallel irgendwo mit hochrechnen, damit ich eine sinnvolle Aussage habe, ob ich gewinnbringend Budget eingesetzt habe oder auch nicht. Und was natürlich noch dazu kommt, das war bisher eher auch immer sehr schön, dass man auch einfach mal auf Jahre zurückblicken konnte, große Jahresvergleiche machen konnte, auch innerhalb von Systemen, um zu schauen, welche Saisonalitäten gab es denn, wie kamen die Saisonalitäten, welche KPIs beeinflusst, Reichweiten und Co. Und wie hat sich das im Jahresverlauf entwickelt? Das wird zukünftig auch nicht mehr so möglich sein, dass man so lange Historien in Systemen angucken kann. Das heißt, man muss die Daten irgendwo selbst bewahren oder sichern, ein Backup machen, damit man diese Vergleiche auch haben kann. Und das kann natürlich, wenn man keine saubere Historie hat, die auch nicht mehr sauber attribuiert wird, auch massive Einfluss nochmal haben auf die Kampagnen-Performance. Google Flock. Am 3. März war das diesen Jahres, also noch nicht mal 2 Wochen her, dass ich diesen Tagesschauartikel hier gelesen habe oder in der Früh gepusht bekommen habe und dachte mir, okay, der Tag wird in jedem Fall spannend, wenn unsere Kunden das gelesen haben, wird natürlich der ein oder andere gerne wissen wollen, was das hier genau Phase ist, was hier passiert und warum, was Google macht und ob wir uns das Sorgen machen müssen. Man sieht es auch im rechten Bereich, das ist ein Ausschnitt auch aus diesem Artikel, es wird explizit der Satz gesagt, viele werbetreibende Agenturen und Markenartikel dürfen ab sofort Krisenpläne schmieden. Das heißt, es wurde impliziert, dass diese Änderung auf Flock künftig massive Einflüsse haben wird auf das, wie wir werben können. Das ganze Thema möchte ich mit euch einfach mal ein bisschen beleuchten. Zunächst einmal, erstes Szenario ist Don't Panic. Es ist nicht so schlimm, wie es am Anfang scheint, sondern es wird definitiv eine Möglichkeit geben, sinnvoll weiter zu werben. Wenn man mal guckt, Google hat im letzten Jahr ungefähr 150 Milliarden Umsatz über Anzeigen gemacht. Natürlich wird sich Google etwas überlegen, wie sie das sinnvoll künftig tun können. FLOC steht für Federated Learning of Cohorts und heißt im Umkehrschluss eigentlich nur, dass Google davon weggeht zu sagen, okay, es gibt diese eine Person, der habe ich bestimmte Attribute zugewiesen und du kannst jetzt targeten, hinzu, es gibt mehrere Personen, die alle sich recht ähnlich aus oder ähnliche Signale geben, ähnlich aussehen in Anführungsstrichen und genau diese Zielgruppe kann ich targeten. Das ist einfach nur eine Betrachtungsänderung von Personen zu Personengruppen, die sich sehr, 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 sehr ähnlich sind und haben das Ganze auch noch, wenn man sich mal tiefer in das Thema einsteigt, auch einen Weg überlegt, wie man künftig damit umgehen kann, damit wir trotzdem ein sehr gutes Targeting erreichen können. Dazu 4 kurze Facts und ich sage es gleich, ich mache das Ganze jetzt aus einer Marketerbrille, mit einer Marketerbrille und nicht mit einer Datenschutzbrille. Das können wir dann gerne im Nachgang auch diskutieren, was das datenschutztechnisch dann bedeutet. Zunächst einmal, was für Google natürlich sehr angenehm ist, dass zukünftig die Verarbeitung der Informationen, die eben so ein Targeting ermöglichen, innerhalb der Browser der Nutzer passiert. Das heißt, nicht mehr auf externen Servern oder ähnliches. Das heißt, da kann sich Google entspannt zurücklehnen und das Ganze eben laufen lassen. Hat auch zum Vorteil, dass gewisse Systeme dadurch auch schneller werden. Dann ist auch wichtig zu wissen, dass so eine Kohorte ungefähr ab 1000 Personen gebildet werden kann. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass wir, ich sag mal,
10.000, 15.000 oder 50.000 Personen in einer Kohorte zusammen haben, die sich dann doch relativ stark unterscheiden, sondern so eine Kohorte hat ungefähr 1.000 Personen. Und was noch dazu kommt, ist, dass jede Person kann Mitglied in bis zu 5 Kohorten sein. Das heißt, wenn ich jetzt mich persönlich betrachte und sage, okay, ich bin einmal in dieser Kohorte männlich zwischen 30 und 35, berufstätig im Online-Marketing und lebt in der Nähe von Augsburg. Und dann gibt es noch eine weitere Kohorte, der ich angehöre, hat ein Kind von unter 3 Jahren und ist in dem Fall nicht verheiratet. Und dann gibt es weitere Kohorten. Dann ist diese Information, die mir zuweisbar ist als Person, schon sehr, sehr, sehr stark. Und auch im Targeting eine sehr gute Möglichkeit, um zukünftig auf Werbebanner zu schalten. Und was natürlich aus Datenschutzsicht fraglich ist, aber für uns spannend ist im Marketing, ist, dass jeder Browser zukünftig einen Flock-Name erhält. Das heißt, im Endeffekt wird dann der Browser über das Flock-System markiert, sogar einzigartig sein. Und das wird uns dazu führen, dass wir sehr gut auch wieder in die Zukunft targeten können. Daher schon mal der Hinweis, keine Grund zu großen Sorge, sondern es wird sehr, sehr gut funktionieren aus meiner Sicht. Was natürlich sein kann, ist, dass individualisierte, oder was wir wissen, individualisierte Werbung, wie bisher, wird künftig entfallen. Das heißt, personengerichtet eher schwierig, speziell wenn wir uns mal den Bereich Remarketing, RSA angucken, der wird so nicht mehr möglich sein, sondern wir werden halt unsere Kampagnen dann auf bestimmte Kohorten ausrichten. Und von diesen 1.000 Personen sind dann beispielsweise 800 theoretisch in meiner Remarketing-Liste und 200 sind diesen so ähnlich, dass wahrscheinlich die Werbeausspielung bei diesen Personen durchaus trotzdem Sinn macht. Was Google dadurch macht, ist Zukunftsfähigkeit zu schaffen. Das heißt, Google befasst sich schon jetzt natürlich intensiv damit, wie zukünftig auch mit DSGVO, GDPR und Co. das Thema Tracking, Ausschließung und Co. bewältigt werden kann. Wenn man öfter mal mit Google zu tun hat und dieses Thema auch mal angesprochen hat, dann kam öfter die Aussage, hey, wir haben da schon was, wir sind da ganz gut vorbereitet, mach dir keine Sorgen. Jetzt ist das schon mal das erste System, das wir zeigen, nachdem ja auch sowas wie Fingerprinting tendenziell eher rausfällt mit ITP 2.0 und Co., wo ja auch Safari und Mozilla sehr stark dagegen arbeiten, dass man hier tracken kann, ist das sicherlich ein guter Weg, den Google sich überlegt hat. Und was auch ein Fakt ist, dass aktuell die ersten Tests ergeben haben, dass man mindestens 95% der bisherigen Conversions, die man jetzt über Zielgruppentargeting, cookiebasiertes Zielgruppentargeting erreicht hat, auch über Flock erreichen wird. Und bis die Umstellung passiert, das dauert ja noch bis nächsten Jahres voraussichtlich, wird auch Google hier nochmal deutlich besser werden. Was natürlich ein bisschen schwieriger dann wird, ist, wenn es um Nischenprodukte geht, mit wenig Nachfrage. Weil natürlich so eine Kohorte erst ab 1.000 Personen ungefähr gebildet wird, wenn meine Zielgruppe deutlich kleiner ist. Sagen wir mal, es geht um das Monitoring und Wartung von Solaranlagen im B2B-Bereich. Da gibt es dann nicht so viel, mega viele Entscheider. Und entsprechend wird es auch schwieriger, da die richtige Zielgruppe ansprechen zu können. Worüber ich noch keine Information gefunden habe, und vielleicht hat sich einer von euch mit dem Thema schon mal befasst, ist, inwiefern Kohorten zukünftig in der Datenverarbeitung auch als personenbezogene Daten gesehen werden könnten. Also inwiefern auch eine Zustimmung künftig notwendig sein wird, um diese Daten zu erheben. Ich habe noch keine Antwort drauf, aber das Thema möchte ich einfach mal ein bisschen mit anschneiden an der Stelle. Und was wir auch gesehen haben ja in der Vergangenheit, dass Automatismen im Zielgruppentargeting, wenn man mal als Beispiel Smart Shopping Kampagne nimmt, werden diese Möglichkeiten immer besser. Die Algorithmen, die im Hintergrund funktionieren, werden immer besser, wenn man sie mit sinnvollen Daten füttert. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass diese Umstellung auf Flock eher sogar mehr Potenzial mit sich bringt, als es an Schaden erzeugt. Und das letzte Thema für heute ist das Thema AAR, steht für Auto Applied Recommendations. Wer das Thema noch nicht kennt, intern von Google wurde es auch mal als Autopilot bezeichnet. Das ist im Endeffekt eine Systematik, die dafür sorgt, dass diese Optimierungsvorschläge, die man aktuell in den Google Ads Konten bekommt, vollautomatisch auch umgesetzt werden. Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, ist natürlich ein rotes Warnlämpchen bei mir angegangen, wo ich mir gedacht habe, okay, Google torpediert sozusagen gerade unseren Leistungsumfang, zu gewissen Teil natürlich. Ich meine, das System wird nicht strategisch beraten, es wird sicherlich nicht auch
Kreativleistung erbringen können. Aber irgendwo ist natürlich so ein, in Bayern sagt man Geschmäckle dabei, wenn man sich mit solchen Themen kümmert, weil das natürlich unser Dienstleistungsmodell, unser Geschäftsmodell schon zu einem gewissen Grade beeinflusst. Wir haben das Ganze dann aber für uns einfach sehr strategisch angegangen und uns überlegt, okay, wir gucken jetzt einfach mal, wie viele dieser Optimierungsvorschläge, die Google uns lieferten konnten, auch Sinn ergeben. Dabei haben wir gesehen, dass ungefähr 95% der Empfehlungen, die wir im B2B-Bereich bekommen, keinen Sinn machen. Also ob Keyword-Vorschläge und Co. sind ja dann eher im B2C-Bereich einzusiedeln, machen also keinen Sinn, dass man diese hinzufügt. Und wenn man das Ganze overall sieht, haben wir gesehen, im B2B, B2C und alles eben, was man so tun kann, dass ungefähr 88% der bisherigen Vorschläge, die Google hier macht, automatisiert, nicht dienlich sind. Also erstmal auch hier keine Panik. Wenn man sich mit dem Tool AAR mal befassen will, es gibt inzwischen auch die Möglichkeit, es ist nicht nur so ein An- oder Ausschalter, wo man sagen kann, okay, ich möchte AAR anhaben oder nicht, sondern man kann es sehr genau steuern. Man kann genau sagen, was darf das System selbst machen, was darf das System mir an Vorschlägen machen oder welche Themen darf zum Beispiel das System gar nicht anfassen. Wenn es zum Beispiel darum geht, Budgets selbstständig nach oben oder unten zu drehen, das ist natürlich so ein Thema, das vermutlich nur wenige aktivieren werden. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, Keywords, die wenig Performance zeigen, zu entnehmen oder auch redundante Keywords zu entnehmen, also einfach Doppelbuchungen, dann nur das Keyword zu behalten, das weiterhin mehr Sinn macht oder mehr Kraft gibt, dann ist es durchaus zielführend. Wir sind aktuell in der Testingphase. Ergebnis kann ich an der Stelle noch nicht mitteilen. Wer aber auch schon Ergebnisse hat, kann das auch gerne mit uns allen teilen. Was wir wissen, Google setzt natürlich massiv auf Automatisierung. Ich habe über Umwege sozusagen mitbekommen, dass Google möchte, dass bis Ende diesen Jahres 70% des Media-Budgets, das bei Google eingesetzt wird, irgendwo auch automatisiert bedient wird. Das heißt, da geht es dann nicht nur um AAR, das können auch smarte Kampagnen sein, smarte Gebotsstrategien oder ähnliches, aber möchte hier natürlich 70% erreichen, was schon sehr viel ist, um hier auch mal ein Gespür dafür zu bekommen, wie stark Google das Thema forciert. Außerdem ist AR momentan noch nicht auf dem technischen Stand und das setzt in keinem Fall einen erfahrenen SEA-Manager. Und die Angst vor dem Autopiloten-Einstellung ist zumindest aktuell noch nicht begründet. Was man natürlich aber sich bedenken muss für die Zukunft ist, sich genau zu belegen, welche Rolle, welches Aufgabenfeld der Agentur in der Zukunft zugewiesen wird. Ich sehe da natürlich auch mehr noch die Strategiearbeit und die Beratung sowie auch Kreativarbeit. Und was natürlich auch sehr gut möglich sein wird, dass Google hier auch weitere Maßnahmen ergreifen wird, um noch mehr zu automatisieren, um noch mehr die Steuerung auch zu übernehmen. Man kriegt es so Stück für Stück mit in den letzten Monaten, dass immer die Informationen immer noch ein bisschen weniger werden, die man bekommt von Google, oder eben auch gewisse Dinge abgeschalten werden, wie zum Beispiel auch im ersten Punkt der Broad Match oder der Modified Broad Match wird abgeschaltet. Wir haben schon fünf Maßnahmen oder fünf Game Changer, die ich jetzt heute für euch vorbereitet habe. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Ich bleibe auch noch hier mit in dem Circle oder hier in dem Raum. Wenn jemand mit mir quatschen will, einfach gerne vorbeikommen. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne hier kontaktieren. Wenn ihr die Slides haben wollt oder ähnliches, schreibt mir gerne eine Mail. Ich freue mich auf euer Feedback.